Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge Sunken Land. Und wie ihr oben links sehen könnt, seht ihr richtig, wir werden heute den Hubschrauber bauen. Ich habe schon mal auf den Stahlbarren gewartet und freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich freue mich über jede Bewertung, dass ihr unterstützt mich so mega. Vielen Dank nochmal dafür. Und heute werden wir endlich einen Hubschrauber bauen, Leute. Ja? Heute liefere ich euch richtige Hubschrauber-Action. Ich dachte eigentlich, wir gehen tauchen, aber hey, wenn wir schon einen Hubschrauber machen können. Ich weiß auch, ihr habt darauf auch gewartet. Ihr habt darauf auch gewartet. Warte mal, ich nehme mal die Elektroteile hier raus. Komponenten. Wäre auch sehr viel, ne? Wir alle haben darauf gewartet. Ich glaube, wir alle. Ich crafte den mal hier oben. Ich glaube, das ist erstmal die beste Stelle dafür. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Der braucht auch ziemlich viel Platz, aber es passt hier perfekt hin, ne? Okay. Also es können sogar zwei drauf. Treibstoff brauchen wir natürlich. Farbe ändern. Das ist ja nur für das Ding hier, ne? Und eine Truhe. Es ist eine große Truhe. Haben sie anscheinend mit dem Update gerne, weil jemand meinte mal, dort ist keine Truhe, aber hier ist eine Riesentruhe drin, Leute. Also wenn sich das nicht mal gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall kurz noch Vorbereitungen machen. Ich lage kurz den Kram einmal ein. Den Pilz, den knabber ich noch mal kurz. Und dann Kohle rein. Zeug kommt auch wieder zurück. Ein Tank. Ja, wo sammle ich einen Tank? Ich hau den erstmal hier rein, ja. Ich hau den erstmal hier rein. Meine chaotische Ordnung. Die brauchen wir dann auch nicht. Gleich. Dann gleich hauen wir die uns erstmal rein. Wir legen uns schlafen. So, mach uns einmal voll. Zack, zack. Ein Stück Fleisch, ein Kotelett haben wir da. Benzin, natürlich. Brauchen Treibstoff. Und ich sollte mir auf jeden Fall mal diese Treibstoffstelle craften, ne? Das kann hier nochmal rein. Zack. Eisen bewahren wir auch, weil ich die MP bauen möchte. Warte mal, soll ich mir noch ein bisschen Munition machen? Ich würde sagen, ja. Ich mache mir nochmal schnell ein bisschen Gewehrmunition. Und Granaten. Granaten mitnehmen. So. Hauen wir uns die hier rein. Den Detektor. Könnten wir erstmal hier lassen eigentlich, ne? So. Und die guten Dinger. So. Nein, hier einmal. Gewehr, Gewehr. Wo habe ich Gewehrmunition? Ah, hier. Eins mache ich noch. So, der Kram kann wieder rein. Munition auch, also die Hülsen. Gut, dann sind wir soweit ganz eigentlich ready. Kann ich hier nochmal nachhauen. So. Zack. Komm, hier machen wir auch mal rein. Ziehen den Erzdetektor, hau ich mal nach unten. Den brauchen wir nicht unbedingt. So. Also. Ich habe ein bisschen was zu knabbern. Wir werden bestimmt was finden. Dann haben wir hier Benzin. Das ist geil. Ich bin ready, Leute. Schaut euch das Ding mal an. Jetzt mal ehrlich. Ist es geil oder ist es geil? So, wo ist Treibstoff? Hier. Ah, warte mal. Ich mach den voll. Mach den einmal komplett voll. Warum nicht? Safe is safe. Nicht, dass ich hinterher da auf einer Insel festhänge oder so. Ich denke zwar nicht, aber wer weiß. Wer weiß das schon? Oh yeah. Also, wir sind startklar, Leute. Trophäe heben. Okay. Seltsam.
Alles klar. Aber ich kann jetzt keine Karte öffnen. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich muss. Okay, wir können auch beschleunigen. Nach links anlegen. Oh nein. Okay. Da muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Den Hebel betätigen wir mit der Maus. Warte mal, ich würde sagen, wir fliegen lieber zur Insel, oder? Ist ein bisschen schwer. Okay. Wir müssen dann den hier machen. Ah, okay. So langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Okay. Ich hoffe, wir können auch gut landen. Ja, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Alles klar. Alright. Das habe ich doch ganz gut hinbekommen, oder? Was meint ihr? So sieht das Teil aus. Karte. Okay, wir sind schon ziemlich weit gekommen, ne? Müssen einmal dahin. Warte mal. Alter, das ist geil. Das ist ein Flugzeug. Da hinten wäre auch noch eine Insel. Da können wir leider nicht so gut landen, ne? Ich glaube, wir fliegen erstmal zur Insel. Alles klar. Let's go. Fliegen wir erstmal zur Insel. Aber auf welche zuerst? Erstmal die da hinten. Das wird wahrscheinlich die krasseste Insel sein. Keine Ahnung. Aber egal. Und da hinten links ist auch noch eine Insel, ne? Zählt das auch noch? Und was haben wir hier? Warte mal. Einen Moment mal, da kommt man ja nur mit Helikopter hin. Uno momento. Was haben wir hier? Ah, hier ist ein Gegner. Dann landen wir hier. Ups, 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 ups. Man sieht so schlecht. So, auf dem Dach wäre nicht klug, weil ich da nicht ho wieder hochkomme. Okay. Also ist ein bisschen schwer, aber. Nein. Oh. Alter. Das ist schwerer als es aussieht, Leute. Das ist echt schwerer als es aussieht. Alles klar. Wir nehmen uns nur die Munition und Hülsen mit. Waffenteile haben wir auch mehr als genug, obwohl wir haben ja jetzt unseren guten Hubschrauber, wo wir ziemlich viel Platz haben. Benzin nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, looten wir mal. Okay, bisschen Dekokram, warum nicht? Weil das Wichtigste haben wir, Leute. Eigentlich craften nur noch die Base ein bisschen upgraden. Und bei den Base-Upgrades irgendwie Scheinwerfer uns so langsam anbringen. Nehmen wir einfach erstmal alles mit. Gut, Wertsachen. So Betty müssen wir erstmal gar nicht. Aktuell nicht. Ist noch so ein Kasten. So, direkt weggeballert. Im Bro. Hauen wir uns mal rein. Ach, ist ja nur Stoff, ne? Naja. So. Warte mal. Nee. Das ist nur ein Schrank.
Also bis jetzt nichts Geiles. Obwohl das eine Insel ist, wo man nur mit Hubschrauber hinkommt, ne? Ja, die Patronen brauche ich eigentlich auch nicht. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr, ne? Hier drin. Ach, guck mal, durch die Granate hier durchgestorben. So. Also. Dann geht's nur noch nach oben. Ja. Komm, lass. Wo kam der Schuss gerade? Der hier ist auf jeden Fall geil. Hier gibt es immer guten Kram. Ja, damit. Dann gehen wir als nächstes zu der Insel da hinten, ne? Leuchtrakete. Ich habe die auch gar nicht mitgenommen von der Base, ne? Aber wir haben ja jetzt eh hier welche. So, nehmen wir halt Dekokram mit. Glas haben wir eigentlich auch. Hau ich mir rein, nehme ich die Leuchtraketen. Habe ich den gerade aufgemacht? Ah ja. Kurzzeitgedächtnis, Leute. Ein Mini-Kurzzeitgedächtnis. Ah da. Ey. Ach, das waren alle. Dann gib mir mal einen Schluck. Obwohl, ich würde sagen, erstmal machen wir hier. Gut, wir haben eh Trinken voll. Das ist unnötiger Kram. Hier haben wir eine Dingens, die wir direkt essen. Und dann hauen wir das einmal rüber. War nur Müll, ne? Die Insel, keine Ahnung. Die hat sich nicht so gelohnt. Oder eher gesagt, die Brücke. Gummi. Gut, können wir aufsammeln, aber im Endeffekt, wie gesagt, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, her damit. Ich schau mal ganz kurz von hier, also. Jetzt in die Richtung gucken. Die Insel müssen wir auf jeden Fall. Dann hier, oh. Oh. Die sieht sehr interessant aus. Und da hinten, das Ding müssen wir auch weghauen. Und da waren wir. Gummientenninsel, ernsthaft? Also in der Richtung gar nichts. Da auch nicht das Parkplatz. Das heißt, da ist die Insel. Das ist da ganz hinten ist noch was, ne? Alles klar. Ich würde sagen, wir lagern ein. Und dann fliegen wir zum nächsten Ding. Aber ich weiß noch nicht, wo genau. Ich weiß noch nicht, wo genau wir hinfliegen werden. Hier war doch, glaube ich, auch noch eine Kiste, ne? Ja. Kann ich den eigentlich auch plündern? Also, wie geil wäre das, wenn wir so einen hätten? Wie geil wäre das, Leute? Warte mal. Granate können wir hier. Dann hauen wir erstmal rein. Wir hauen erstmal alles rein. Habe ich mein Inventar schon mal leer? Die lassen wir drin, weil wir werden bestimmt gleich ein bisschen ausleuchten müssen. Und dann einmal Kiste abchecken. Ach, und dann haben wir nochmal Benzin. Gut, Benzin nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Ich habe eigentlich alles. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Warte mal. Hab ich nicht gesammelt? Ach, ja, Pistole, okay. Nehmen wir uns noch hier das Stückchen Metallschrott mit. Weil da können wir schnell looten. Das heißt, wir können bald auf jeden Fall nochmal schön bauen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Baufolge, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, ja. Können wir direkt nachfüllen, ne? Zack. Gut, also. In die Richtung nicht.
Nehmen wir uns das Ding hier vor. Ausrüsten einmal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann der auch auf dem Wasser stehen? Ich glaube nicht, ne? Sie müssten mitten in der Base. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, da wäre Jetski besser. Fliegen wir mal auf die Insel. Fliegen wir einfach mal lieber auf die Insel, da wir. Okay, ich muss nicht. Ups. Kommt mir drauf. Also das Ding zu fliegen ist echt schwer. Da, wo das große Gebäude ist, nicht. Wir gehen erstmal auf die Insel da hinten. Was ist das für ein weißer Felsen? Hat der irgendeine Bedeutung? Sieht irgendwie so, keine Ahnung. Eisberg. Den will ich mir eigentlich ganz gerne mal anschauen, den Eisberg. Ich glaube, das machen wir mit dem Jetski. Ich glaube, so schlau wäre das jetzt nicht. Alles klar, hier ist auch eine fette Festung. Okay. Alles klar. Ziemlich fette Festung sogar. Oh, das Landen. Uiuiui. Stehen bleiben. Gut, das ist doch schon mal ganz nice. Nehmen wir auch einiges an Kupfer, aber. Nein. Das wollte ich gar nicht machen. Machen wir die mal hier weg. Was ist das hier? Ach, alte Satellitendinger da, ne? Doch hier so hoch. Sehr gut. Wir haben hier Granaten, ne? Machen wir einfach mal. Okay, wir haben irgendwem getroffen. Den aber nicht. So. Ist hier jemand? Nein. Ist hier drin gerade? Ah ja. Ist hier oben jemand? Auch nicht. Gut, nehmen wir das mal mit. Bisschen Dekokram. Ganz ruhig hier, Kollegen. Ganz ruhig hier. Alter, ich weiche wie so ein Profi aus, ne? Okay, ich sollte lieber ein bisschen aufpassen. Aber soweit so gut. Soweit so gut, Leute. Gut, das haben wir alles da, ne? Munition nehme ich mit. Den Kram, obwohl. Ah, nee. Ich nehme sogar jetzt lieber Metallschrott mit, weil ich bauen möchte. Ne, die Boots haben wir schon mal ausprobiert, die sind nicht so nice. Die Hose sieht halt schlimm aus, ne? Aber wir haben bis jetzt nichts Besseres gefunden. Alter, wie er runtergefallen ist. Hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir mit dem Mundschutz, der sieht cool aus. Katzen-T-Shirt. Das nehmen wir mit. Wir brauchen Katzen-T-Shirts, Leute. Granate rein. Zack. Ja. Okay. Obwohl, wir werfen die lieber gleich. Aber jetzt brauchen wir die noch nicht unbedingt. Wir sagen lieber. Der ist unter mir, dann kriegt er den hier einmal rein. Der ist hier ziemlich groß, ne? Wir looten mal in Ruhe. Wir looten mal ganz auf entspannt. Also, ja, so ein bisschen Deko. Nehmen uns halt Deko mit. Und wo kamen die Schüsse? Sagen wir, hauen uns jetzt langsam mal so ein Ding hier hin. So, her damit. Granate.
Und haben wir hier drin, ja. Ich gehe mal hier eine Plattform runter. Gib mir auch noch ein bisschen Kram, ne? Das haben wir auch schon alles. Die hatte ich schon gesammelt. Aha, warte, eine Leiche noch. Granate. Sehr schön. Und was zum Mampfen? Okay. Was erwartet uns hier noch? Ich höre Musik, aber ich sehe keinen Gegner. Geht's hier lang? Ne, da kommen wir her. Ich gerade jemanden da laufen gesehen. Oh. Ich will kämpfen. Wo? Ach da. Gut. Waren aber immer noch nicht alle. AK-47 habe ich schon. Die Benzin plündern wir mal. Ist noch eine Leiche. Was hat die so bei sich? Granate wieder, sehr schön. Gewehrmunition nehme ich auch mal gerne. Aber es wird hier langsam dunkel. Leider keine weiteren Leuchtdinger. Aber wir könnten einfach mal das Ding hier bauen. Dann haben wir so ein bisschen Licht. Schade, dass wir nicht irgendwie auch eine Taschenlampe draufsetzen können. Taschenlampe wäre nice. Pillen gibt es keine. Wieder was zu essen. Gut, Limo und Dose. Ah, es ist sehr dunkel. Es ist verdammt dunkel. Fackel, kann ich mir eine Fackel machen? Habe. Ah, warte mal. Können wir unser Haus damit anstreichen? Fackel, Fackel. Stoff. Jetzt habe ich natürlich keinen Stoff im Inventar. Hast du Stoff? Nee, das ist nur so ein Kram hier. Ich sehe so gut wie gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch. Ach, guck mal hier. Das waren alle, glaube ich, ne? Ich glaube, das waren tatsächlich alle. Munition. Ja. Aber eigentlich so geplündert. Ist nicht besonders viele Kisten und so gesehen, ne? Ich habe ja schon einiges mitgenommen. Ich würde sagen, hier ist nichts Interessantes. Können wir jetzt noch eine Fackel machen und können wir uns noch mal ein bisschen umschauen. So im Großen und Ganzen. Was ich jetzt so gesehen habe, sah nicht geil aus. Aber wir gucken trotzdem mal, wir erkunden noch mal ein bisschen. Truhe und dann nehmen wir uns einmal und den Kram hier erstmal rein. Ups, ist noch reingepasst. So. Fackel, dann hauen wir uns hier erstmal da rein. Was kann ich da noch reinhauen? Den Kram. Ich würde sagen, die werfen wir raus. Tassentücher brauchen wir definitiv. So. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob hier vielleicht irgendwas ist. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Das sieht ja eigentlich sehr verdächtig aus, ne? Aber ich glaube, das ist nur eher Deko. Da waren ja auch ein paar Kupfer vorkommen. Kupfer ist aber nicht so wichtig. Aber vielleicht gibt es hier Eisen. Da habe ich leider den Detektor nicht dabei, ne? Das
hat der Ray mal wieder seinen Detektor nicht. Okay. An den Dingern gibt es definitiv nichts. Gucken wir nochmal oben, ob da irgendwas Interessantes, ob wir irgendwas Wichtiges übersehen haben. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Wie gesagt, hier ist nur Kupfer. Kupfer haben wir ohne Ende. Wie hoch? Gut, ist hier was Geiles. Eine Kiste. Nee. Okay, schon runterspringen wäre keine gute Idee. So, wie kommen wir denn hier hoch? Einfach, ups. Einfach den hier machen. Also von hier haben wir angefangen. Kisten sehe ich gar nichts. Hier ist nur ein Ring noch drin. So. Auch nur Schrott. Leer. Müll. Also aktuell Müll, ne? Wenn man natürlich nichts hat, dann ist es mega. Die Ente. Komm, wir nehmen die mit. So, mitnehmen. Ansonsten hier hätten wir noch ein bisschen Benzin. Benzin nehme ich gerne mit. So. Hier war nur Schrank. Bam, bam. Okay, die Leiche, die hat nichts. Der liegt aber ziemlich lustig da. Der ist auch wieder in so einer Yoga-Pose. Ob die stehen hier alle auf Yoga? Warte, wir haben noch sehr viel Platz. Dann nehme ich nochmal einen Metallschrott mit. Für den Basebau. Nice. So, hier haben wir eine Waschmaschine. Stoff. Geben wir eh noch Platz für Stoff. Warum nicht? Dann nehmen wir mit. Davon haben wir auch sehr viel da. In der Base. Aber gut. Wir haben ja noch Platz im Inventar. Solange wir Platz haben, können wir ja mitnehmen. Ups, ich dachte, da können wir durch. Auch nichts Besonderes. Der hat ein Comic-Heft. Ich glaube, hier ging es nicht hoch. Nicht, dass ich wüsste. Gehen erstmal hier hoch. Hier ist gar nichts. Einmal Kontrolle machen. War ich hier oben? Ja, hier war unnötig. Haben wir schon geplündert. Ich glaube, sonst waren wir eigentlich überall drin, ne? Außer eventuell. Ups. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin, ne? Kann es sein. Es könnte sein. Okay, nix. Und lass mich raten, gar nichts. Nee. Die Insel hier hat sich definitiv nicht gelohnt, Leute. Trinken wir uns mal einen Schluck. Ja. Können wir, glaube ich, gehen, ne? Oder ist hier unten irgend noch was? Hier drunter oder so? Ich denke nicht. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, 31% habe ich geplündert. Ja gut, hier gibt es halt ganz viel Gummi und so. Aber ich sehe jetzt nichts irgendwie, was mir ins Auge springt. Also Tresor war hier ganz wenig. Das ist auch kein Eisen. Kupfer haben wir drüben. Also eigentlich haben wir alles drüben. Bis jetzt nicht, warte mal, was wenn wir jetzt so Lampen bauen wollen? Elektroteile haben wir auch sehr viel, Glas, gut, Kupfer haben wir noch sehr viel drüben. Hau ich was raus nochmal für Kupfer? Meine, können es mitnehmen, ne? Hau ich am Ende rum, obwohl wir haben Kupfer komplett voll. Wir können eigentlich ohne Ende bauen. Ich würde sagen, passt so.
Ein weiteres Brennmaterial, okay. Hier ein bisschen Deko. Ja, ein bisschen Deko. Da machen wir jetzt mal auf den Weg zurück in die Base. Warum ist jetzt mein Zeichen verschwunden? Dieses Wasser relativ niedrig, ne? Das ist geil, so ein Strand. Auf jeden Fall zum Eisberg will ich. Eisberg machen wir demnächst. Dann da links ist ja auch noch so ein dickes Gebäude. Und da rechts diese schwimmende Base, ne? Also wir haben auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Und ich will noch die ganzen Unterwassergebiete einmal erkunden. Also nicht alle, aber Kraftwerk ganz gerne. Dann die Fabrik. Ja, das sind so ein paar Sachen. Und die Base auf jeden Fall will ich noch fett ausbauen. Aber im Großen und Ganzen. Okay. Hubschrauber ist noch um einige schneller, ne? Wenn wir so im Sturzflug sind. Ist 300 km/h, das ist geil. Also definitiv auch schneller als ein Jetski. Nur das Landen ist so ein bisschen... Ja... Und von hier oben können wir gut sehen, was im Wasser ist, ne? Ob ich es schaffe, irgendwie... Oh, zurückziehen, zurückziehen. Okay. Komm schon, das krieg ich auch hin, oder? Nein, fast, fast. Oh ja, oh ja, oh. Ah, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, oder? So. Das heißt dann, Sachen einlagern. Auch noch eine Munitionskiste. Schon ultra voll Holz. Natürlich brauchen wir dafür Holz und Holz und Komponenten. Aber das machen wir einmal ganz schnell. Wir hauen mal ganz kurz hier unseren Deko-Kram hier rein. Wir können sehr viel mit Schrottmetall bauen. Das ist sehr geil. So. Komponenten. Zack. Dann eine Munitionskiste. So einfach daneben. Und dann hauen wir hier... Na gut. Hätte da auch noch reingepasst, ne? Aber fürs nächste Mal. Obwohl, wir machen eine MP, ne? MP rumballern ist, glaube ich, geil. Habe ich noch irgendwas Munitionstechnisches? Nein, ne? Also, Eisen habe ich natürlich leider nichts. Aber wir haben hier noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Rein damit. Ich sag ja, genug Kupfer habe ich, nur Eisen habe ich einen Mangel. So, rein damit, rein damit. Gummi hauen wir auch einfach mal da rein. Bücher. Beziehungsweise Stoff. Guter alter Stoff, Mann. Das lagern wir erstmal hier drin. Zack. Zack. Klebeband. Haben wir irgendwo hier Klebeband? Ja, hier ist aber voll. Hier haben wir noch Klebeband. Nehmen wir nochmal Le Benzin. Komponente, dann sortieren wir mal. Sortieren. Sortieren. Das sieht doch gut aus. Hier hauen wir uns mal rein. Ach, guck mal hier. So. Dann kommen die hier rein. Wohl. Nehmen wir ein bisschen Holz mit nach oben. Und in der nächsten Folge sollten wir, glaube ich, unbedingt bauen, ne? Ich mache so viel Deko-Kram jetzt wieder. Sollten definitiv bauen. Waffenteile kommen noch nach oben. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen.
In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall saftig bauen. Ich habe Bock auf Bauen. Wir machen uns auf jeden Fall die MP. Auch demnächst. Und bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.